Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic 2 auf Pelzig oder, um's kurz zu fassen, jetzt bist du dran. Und dann gucken wir mal, ob wir den Hansel jetzt nicht nochmal hier geknackt kriegen. Und die andere zwei gucken. Genau, jetzt bist du dran. Autsch. So, du warst das, glaube ich, der dumme Hund, der nicht ziemlich schnell erledigen konnte, oder? Nö, anscheinend nicht. Okay. Das hast du verdient, Mistkerl. Ich weiß nicht, ob ich das verdient habe, aber pff, wenn du das sagst, du musst ja wissen. Irgendeiner war auf jeden Fall stark schwächt von den Knaben. Der du wahrscheinlich. Ich kann mich ja kurz mit meinem Bogen hier ausrüsten. Mit meinem Getreuer. Und dann schauen wir mal, ob wir den Bandit jetzt nicht mal niederschnetzeln können. So hundsmiserabel ist meine Geschicklichkeit jetzt auch nicht. Das ist bei weitem nicht die Best. Aber, irgendwie stehe ich auch nicht so gut hier, kann das sein? Das wird wohl eher nichts, nur mit der Zielübung. Dann mache ich zumindest den Clay ein bisschen schade. Ja, der ist tot. Okay, der andere Kasper kommt jetzt auch wieder arg gegammelt. Komm her, du Gammel-Kasper. So, Kasper Hauser, dich mache ich fertig. Dich kann ich zumindest platt machen. Komm. Nicht einer gerade so der beste Schwertkämpfer, ne? Ups. Ah, übertreibe soll es dann an, beim Glück. So. Sonst bin ich dran. Und. Sehr schön. Das war's mit dem Knaber. Da bleibt nur noch einer übrig. Und dann dürfte ich soweit eigentlich auch noch hinkriegen, wenn ich mich nur genug an den Typ dran schmeiß. Glucker, Glucker. Süffelzeit. Und Schmauszeit. So, ein bisschen Frühstück, bevor ich mich mit einem anderen Typ noch balg. 6 Uhr morgens. Perfekt die Zeit, um noch der letzte Bandit zu killen, würde ich sagen. So, der Hansel hat aber auch noch Zeug, aber. Soll uns erstmal nicht stören, der andere Typ mit dem Bogen ist hier durchaus etwas gefährlicher, der kann richtig schade reisen mit seinem Bogen. Mit seinem Dege ist er eher nicht so gut bei der Sache. Und auch nicht so der beste Schwertkämpfer, sehe ich. Also den können wir noch attackieren, weil der nicht so zwei Attacke hintereinander fähig ist. Aber ich will ihn doch hinnehinet hier batschen. War doch gerade ein Pfeil noch irgendwo? Oh Gott, Sarah, schießt doch hoffentlich keiner hier auf mich. So, Anna. Im Nahkampf sind die meistens nicht so gut, die Jungs. Okay. Obwohl der Degen mehr Schade macht. Naja, egal. Hier hätte ich auf jeden Fall auch nochmal mein Brot kriegt, wenn ich die Jungs hier plünder. Hat er noch was bei sich? Jawohl, hier haben wir es doch. Bromors goldene Schale. Der Name Bromor ist mit einem scharfen Gegenstand in den Boden der Schale geritzt worden. Perfekt. Genau deswegen bin ich hierher gekommen überhaupt. So. Dann plündern wir nochmal euer Zeug. Ihr habt bestimmt gute Krusch bei euch, Jungs. So. Also ich muss sagen, der kleine Ausflug in die Wildnis seit ein paar Episoden hat uns jetzt durchaus schon etliches gebracht an Attribute. Wir haben Stärke gelernt. Wir haben Geschicklichkeit verdient durch Trank, durch Gebete etc. Also es ist schon nützlich. Lucias oder Lucias Abschiedsbrief. So, so. Haben wir auch noch was gefunden. Sollten wir uns auch mal angucken und durchlesen. Irgendeiner vermisst ja auch so eine Lucia, wie ich gehört habe. Lucias oder Lucias Abschiedsbrief. Liebster Elvridge, mir fehlen die Worte, um zu beschreiben, wie leid es mir tut. Ich weiß, dass du es nicht verstehen wirst, aber ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es besser für uns beide ist, wenn du dir ein einständigeres Mädchen als mich suchst. Von dort, wo ich jetzt hingehe, werde ich nicht mehr zurückkehren. Vergiss mich, eine Dirne wie ich ist nichts für so einen aufrechten Kerl, wie du einer bist. Leb wohl, Lucia. Lucia schrieb einen Abschiedsbrief an Elvridge. Das wird ihn sicher interessieren. Ja, wenn ich den Kerl mal finden würde. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wo der Typ zu finden ist. Aber Elvridge war auf jeden Fall der Lehrling von Torben dem Tischler. Tschüss, silberner Kerzenständer können wir bei Bromor verticken, genauso wie Gletscherquarz können wir irgendwo anders verticken. Degen der Banditen, ja, hier scheint so ein kleines Waffellager zu sein. Und Lieferung hätten wir hier dann noch. Eine Schriftrolle. Dieses Schreiben habe ich bei den Banditen hinter Seekorps Hof gefunden. 15 Kurzschwerter, 20 Degen, 25 Laib Brot, 15 Flaschen Wein. Das war das letzte Mal. Die Sache wird mir langsam zu heiß. Fernando. Feldknöterich und Truhe haben wir noch.
Dann gibt es hier auch noch eine Steintafel. Und zwar der Magie, wie es aussieht. Ja, cool. Cool, 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 cool. So, gucken wir nochmal, dass wir die Truhe jetzt geknackt kriegen. Aber dafür sollte ich nochmal speichern, dass ich die Triche verschwende. Links, rechts, rechts. Perfekt. Ah ja, Süffelzeug ist hier drin. Das kann ich super gebrauchen. Und was haben wir hier drin? Rechts, 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 links, rechts, rechts, links, rechts, 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 links, rechts, links. Okay. Na gut, lassen wir es einfach mal so durchgehen. Ich habe mir wieder ein paar Dietriche gekriegt durch die Bandite. Von daher Seismo gegönnt. Okay, ein gewisser Fernando scheint hier auch Waffelieferungen mit Bandite zu betreiben. Sollten wir uns eventuell auch noch merken. A la hopp. Gut, 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 gut. Das ist soweit ganz in Ordnung, was wir hier alles noch gefunden haben. Interessanterweise, man löst eine Quest und hat gleich wieder zwei neue Quests am Laufen. Sehr interessant. Okay, gut. Dann machen wir uns jetzt wieder auf den Rückweg nach Corinis. Wie viel? Ne. Schade. Also wirklich groß was lerne kann ich jetzt auch nicht. Aber wenn ich nur 10 Lernpunkte übrig habe und wieder bei Onas Hof sein sollte, kann ich definitiv eine Runde Viecherausweide lernen. So. Dann. Ah ne, Quatsch, zu deine Pilze sollte ich nicht gehen, sonst kommt wieder das ganze Goblin-Gesocks hier auf mich zu. Hier hin am Haus ist auch noch Goblin-Skelett-Gesocks. Soll ich mich auch nicht anlegen damit? Okay, 7 Uhr 5 Hämmers. Die meisten Bauern gehen jetzt wahrscheinlich gleich wieder schaffen. Und dann kann ich jetzt hier nochmal über das Feld latschen. Und sollte wieder Richtung Stadt marschieren. Südeler. Gut, gut, gut. 23 Stärke, 16 Geschicklichkeit. Ist an sich gar nicht mehr so schlecht. Kann man vor der Anfang durchaus mal so gelten lassen. So, da links geht's auch noch zu so einem Bauer. Aber da mache ich mich jetzt gerade mal nett auf den Weg hier. Das ist wirklich nicht mein Problem. Sondern, genau, das ist derzeit nicht mein Problem. So sieht's nämlich aus. Und ich mache mich jetzt wieder auf den Weg Richtung Tote Hab hier und gehe dann nochmal zu dem Innos-Schrein beim Kloster. Guck, ob ich da nicht eventuell noch irgendwas erbeten kann für meine 473 Gold, die ich derzeit so im Sack habe. Dazu kommt ja auch noch, dass ich ein paar Schwerter geschmiedet habe auf Onas Hof und noch ein bisschen Rohstahl in der Tasche habe. Das heißt, theoretisch könnte ich auch noch mein Gehalt abholen als Lehrling, wenn ich die Schwerter verkaufe. Ich habe ja bisher die stärksten Dinger, die ich kann, die edle Langschwerter geschmiedet. Die sind dann natürlich wieder ein Batze Gold wert. Sodele. Es kann auch sein, dass der Elbridge hier war in der Gegend. Dann speichere ich nochmal hier und kümmere mich um den Scavenger, der hier noch rumhockt. Genau. So, epischer Kampf mit dem Laufvogel mal wieder. So. Und sehr schön. Dann hole ich mal doch definitiv noch den Brocke Fleisch, denn das Vieh wert ist. Und du hockt auch noch so ein Hansel rum. Könnte auch sein, dass der Elbridge hier mit dabei ist. Ich bin mir aber echt nicht mehr so sicher. Kann aber gut sein, dass der das ist. Ne, ein Dragomir ist das. Okay. Dann machen wir hier nochmal einen Speicherpunkt. Ne, dass der rummeckert, wenn ich sein Zeug klau. So, Wolfsfelle haben wir hier noch. Schafsfelle ist auch noch da. Alles hier, was wir brauchen. Genauso wie gut die Nagelkeule und die Truhe. Links, rechts. Links, rechts. Okay. Bergkristall und ein bisschen Kruscht. Und rechts, links. Rechts, links, links, rechts, links. Rechts, links, links, rechts, links, links, rechts. Okay. Gut, 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 gut. Dann, was haben wir denn hier noch? Nix weiter. Kurzbogen können wir uns noch nehmen, die Pfeile nehmen wir uns auch mal, die wir ja bei dem Bandit so lustigerweise verschwendet haben. Und dann schauen wir mal, was hier eventuell noch ist.
Okay, du guter Mann. So weit von zu Hause noch unterwegs? Oh, jo. Hier draußen musst du vorsichtig sein. Ich glaube, der kann besonders uns sagen, dass wenn du alleine unterwegs über bist. Die Jagd beibringe. Was machst du denn hier draußen? Naja, die Taverne ist mir zu teuer. Deshalb habe ich mich hier niedergelassen. Die vorherigen Bewohner brauchen es anscheinend nicht mehr. Okay. Ja. Wer waren die Bewohner dieses Lagers? Keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwelche Jäger. Vermutlich ist es ihnen hier draußen zu gefährlich geworden. Kann man sich ja gut vorstellen. Ist es hier draußen nicht zu gefährlich? Naja, nicht, wenn man sich verteidigen kann. Meine Armbrust hat mir schon so manchen guten Dienst erwiesen. Besonders groß ist sie ja nicht. Aber tödlich, wenn man weiß, wie man mit ihr umgehen muss. Ich hatte schon mal eine größere. Die ist mir leider abhanden gekommen. Ich hatte mich zu weit nach Norden in die Berge vorgewagt. Es gibt dort einen großen Steinkreis mit einem Opferaltar. Mhm. Als ich dort oben Scavenger jagte, kamen diese ekelhaften, untoten Wesen aus dem Wald und griffen mich an. Alles, was ich noch tun konnte, war, um mein Leben zu rennen. Ja, das kann ich auch nur. Dabei ist mir meine Armbrust aus der Hand geglitten. Ach, die Scheiße. Ich wette, sie liegt noch heute da oben bei dem seltsamen Steinkreis im Norden. Okay. Kannst du mir was beibringen? Bevor ich dir was beibringe, musst du erst mal geschickter werden. Okay, natürlich. Ist ja logisch, dass ich da wieder Quest gesammelt habe. Was sind wir hier? Bolzen, Pfeiler. Aller Hopfner, klasse. Mal wieder Quest gesammelt. Das heißt, oh Gott, wird ja richtig voll hier. Dann gehen wir erstmal hier Richtung Norde tatsächlich. Ach, gen Steinkreis. Mhm, ja. Das ist ein relativ gefährliches Gebiet hier. Geht auch ins Add-on-Gebiet über, wo ich dann fürs Add-on hin muss. Okay, dann kümmern wir uns halt noch dort rum. Erlaub, wir sind schon gerade da in der Nähe. Dann gucke ich doch nochmal. Hier gibt es nämlich durchaus auch ein paar interessante Sachen, die man hier mitnehmen kann. Also gucken wir uns doch nochmal ein bisschen um. Waldbeere. Ich weiß, dass du auch in der Nähe irgendwo so ein Karre ist, der auch überfallen wurde. Da gibt es auch noch ein paar interessante Gegenstände. So, durchspeichern wir nochmal und gehen nochmal hier an den Inners Altar. Gucken wir mal, gibt er mir was oder... Nee, das ist einfach nur so ein Geizknorzer hier. Gut, Inners hier ist es nicht wert, zu beten. Beim Kloster wahrscheinlich dasselbe. Ah, das sind kleine Goblins, normale Goblins allerdings. Denn da könnten wir uns anlegen. Na, komm mal her, du. Niederling. Na. Also, was er an Stärke nicht hin und was er nicht an Durchhaltevermögen hin, machen die definitiv mit Rumgehupse weg. So. Da ist es auch gewundert, dass die Skelettversionen so relativ schwierig sind, wenn die ganze da rumhampeln. So, ich muss früher oder später sowieso mit Laris in das Gebiet. Von daher ist es vielleicht auch nicht so verkehrt, wenn ich hier vorher so kleine Säuberung noch mache. Okay, Trank. Und so. Von den Tränken kann ich definitiv auch noch mal ein bisschen mehr gebrauchen. So. Uiuiui, jetzt fängt es auch noch zu blitzen. Meine Fresse. Okay, beim Stellkreis und Tote, das sind so unsere Infos, die wir haben. 8.38 Uhr haben wir es jetzt. Ah, man kommt hier von einer Quest in die andere. Das muss man dem Spiel definitiv lassen. Es wird eben hier nie langweilig. Ah, da ist noch eine Innos-Statue. Die wird von Wölfe bewacht. Ich glaube, die ist ein bisschen was wert. Da kann man Attribute erhöhen. So, kommt her, ihr Wölfe. So. Komm schon. Mann, lass mich doch mal in Friede, du Vieh. So. Gewitter erleid. Da habe ich aber einen ziemlich harten Kampf gegen die Biester gerade. Manometer. So. Dann wird es halt wieder Zeit, das ganze Fleisch zu fressen, was ich da habe. Lauflieder gibt es hier noch. Und eine Stähtafel. Erstmal pimpen wir uns mal mit Fleisch mal ab, warte, was dann kommt. Aber ich glaube, wenn ich genügend Eintöpfe esse, dann kriege ich auch noch eine Stärke plus 2.
Oder von einem Eintopf von Thekla, wenn ich den Bulko fertig mache. Bin ich mir nämlich so ganz sicher. So, jetzt habe ich so viel rohes Fleisch, wie ich gebrotenes habe. Gucken wir mal, was die Stelltafel bringt. Bogenschütze, Lebensenergie. Ah, zweimal der Magie 1, dann Magie 2, Stärke 1 und ein Handkampf 1. So. Das Vogelgezwitscher klang gerade wie das Error-Symbol. Dürüp. Beten. Und? Scheiß Geistknotze, Innos. So. Vielleicht aber auch nur, weil ich um Mitternacht schon gebetet habe. Und im anderen Schrein bei Onas Hof. Das ist gut möglich. So. Dann geht's hier weiter. Genau, jetzt kommen wir durch hier, wo der Karre überfallen worden ist. Dort dürfte ein Scavenger oder so in der Nähe sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau. Hopp, 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 hopp. Oh, beide stürmen auf mich los. Das ist nicht so gut. Dann muss ich gucken, dass ich die schnell platt kriege, sonst habe ich echt ein Problem. So. Aber lief ja glücklicherweise gut mit dem Ender-Scavenger. Perfekt. So. Und Erfahrungspunkte bringt sie immer hier. Ach. So, hier haben wir noch eine Fackel. Pfeile haben wir hier noch. Gott, da hinten sie aber eine ordentlich massakrierte Kopf mit einer Säge noch abgesägt, als sie denn hier kopfüber aufgehängt hätten. Ach, die Scheiße, Mann. Ah, der hat es richtig gut erwischt hier. Rostiges Schwert, noch eine Fackel, Pfeile wie Sau hier. Alles klar, da ist einer wohl festgenagelt hier an der Karre. Noch eine Fackel, noch ein Pfeil, ein Letterbeitel, noch ein Pfeil. Hier haben wir noch ein paar Zaubersprüche. Das kann auch nie schaden, finde ich. So. Okay. Ein paar knackige Äpfel noch. Frischer Apfel, knackig und saftig. Du fühlst dich erfrischt. Okay. Warum auch nicht? So. Alle Äpfel gefressen, die ich habe. Was der Spruchhall habe ich dann gekriegt? Schlaf, hier wahrscheinlich sowas noch. Eispfeil kann als auch nicht schaden. Und noch zwei Lederbeitel habe ich noch gefunden. Perfekt. Gucken wir doch mal, was drin ist in deine Dinger. Duwak, Lederbeitel mit 50 drin und ein 25er. Sehr schön. Gut. Können wir uns da weiter in der Richtung umgucken, wo wir dann allmählich gen Steinkreis latschen. Ich glaube, hier ist irgendwo eine Höhle, wo ein Schattenläufer noch drin lungert. Irgendwo dort drüben müsste der sein. Ups, Morat. Hey. Die waren vorher noch ziemlich mächtig, wo ich mich noch mit einer Bandite wegen der Ork-Waffe angelegt habe. Da waren ja ein paar Mole Rats. Zwei Mole Rats, die waren ja fast unbesiegbar dort. So, So, da drüben dürfte dann die Höhle von einem Schattenläufer sein, aber da kann ich mich definitiv noch nicht anlegen. Oh, ein paar Goblins. Mit euch kann ich mich definitiv anlegen. Vor allem mit dem Mutigen, der zuerst auf mich los ist. So. Du? Kerl? Komm schon her. Dann du noch. Mann, Ometer. Also Goblins können schon echt sehr nervtötend sein. So, die Äste nehme ich euch auch noch ab. Jupp. Und du hast auch nur noch das. Okay, allmählich werden hier meine Heilmittel etwas knapp. Muss allmählich auf meinen Salat hier zurückgreifen, den ich noch habe. Ups, Feuernessel wollte ich doch gar nicht. Ich wollte hier so Annie. Und so Annie und auch so Annie. Gut. Da ist nichts zu. Dann können wir doch weitergehen. Heidewitzka. So, und das alles nur, um die Armbrust von dem Hansel zu holen. Haben wir hier noch irgendwas? Nix. Nee. Bitte erleid. Also jetzt rennen wir gerade echt irgendwo in der Pampa rum. Ich glaube, Doneve war aber noch irgendwas von Interesse für uns. So nach das Raben-Interesse. Gucken wir gerade nochmal. Könnte du ein Golem oder irgendwas in der Art sein? Ich weiß es nicht, was du war. Aber hier war, glaube ich, was Interessantes noch für uns. Ah, einfach nur so ein Hort. Okay. Heilkraut. Kommt wieder rein, was ich gerade verbraucht habe. Noch eins. Ah, Tränke, die kommen mir wie gerufen hier, die Dinger. Perfekt. Und
Hier noch ein bisschen Feuerkraut. Ja, es ist definitiv nicht verkehrt, wenn ich das vorher mache, weil wenn ich mit Laris oder wem auch immer den Weg gehe, ist schon etwas dämlich. Da muss der jedes Mal stehen bleiben, während ich hier das Zeug flatter. Kann nicht schade, wenn ich das vorher schon mache. Ein Langschwert haben wir hier noch. Trankspruchroller und Lederbeitel. Alehopf, was macht das Langschwert? Edles Langschwert ist das, was ich selber geschmiedet habe. Und das Langschwert ist das hier, 85-85. Du hast eigentlich schon das, meiner Meinung nach, etwas besser. Es gibt auch noch einen Handbonus, obwohl es nicht so viel Schade macht. Okay, dann, was für Tränke haben wir dann gefunden? Ja, 5 kleine normale Heiltränke ist nie verkehrt. Hier haben wir noch Eisblock gefunden. Und Leatherbeutel gab es auch noch. Da war noch ein 50 Goldstücke drin. Nicht verkehrt. Fette Beute halt. Oh, Drachewurzel gibt es hier auch noch. Sehr schön. Ein Trank hat er noch. Ansonsten müsste das gewesen sein. Perfekt. Ja, da hat es sich auf jeden Fall gelohnt, nochmal abseits zum Weg zu gucken, was du ist. Ich habe noch gewusst, dass du was ist, aber ich habe gedacht, das wäre durch irgendeine Kreatur möglicherweise noch verteidigt. So, jetzt sind wir schon 10.18 Uhr. Heidewitzka. So, da können wir noch lang. Da links vor der Brücke war auch noch was, wenn ich mich nicht täusche. Aber das dürfte eventuell wirklich von irgendwelcher Monster bewacht werden. So, das ist Gebiet. Da kommen wir danach später nochmal hier im Laufe der Zeit. Wenn mich nicht alles täuscht, gibt es hier eventuell auch einen Gürtel oder einen magischen Ring. Irgendwas in der Art gibt es hier, glaube ich, noch zu holen. Ich bin mir nämlich so ganz sicher, aber ich glaube schon, dass es hier noch irgend so ein magisches Ding zu holen und abzugreifen gibt. So, genau hier bei der Leiche. Guck mal gerade mal. Leatherbeutel, Bolze, Bolze, Bolze. Über alles. Dann, was hat er da noch? Dicki Armbrust. Das ist aber nicht die von dem Dragomir oder wie der Hansel heißt. So, was ist das für Armbrust? Gerade mal gucken. Oh, 90 Schaden für 60 Stärke. Ja, das ist auch sowas, was man in die Nacht des Raben geändert hat, dass die Fernkampfwaffe ein bisschen anders umgesettelt wurden. Das heißt, dass Armbrust über Stärke laufen und Bogen über Geschicklichkeit. Da war die Armbrust, die fette Dinger machen, die richtig Schade machen. Ist es natürlich nicht schlecht, wenn man in Stärke skillt. Und bei den Degen ist es ja auch so, dass man da in Geschicklichkeit investieren muss. Dass man die verwenden kann als Nahkampfwaffe. So, wenn ich mich nicht früher bei Gothic 2 der Originalversion war, du glaube ich auch noch jede Menge Scavenger. Okay, Steintafel haben wir wieder gefunden. Magie kennen wir schon. Bogenschützen 1, Magie 2. Das wird jetzt das Einhandkampf, was 2 Mo gewesen sei. Ja, es wird uns definitiv was bringen, wenn wir irgendwann diese antike Schrift auch lesen können. Ich glaube, das kostet uns 10 Lernpunkte mindestens. So, du scheinst jetzt immer Feldräuber zu sein. Ich glaube zumindest, ja. Du gehst zu einer Pyramide, du müssen wir dann später hier. So. Weil diese Ruine vom alten Volk sind etwas, was wir dann als Vorbereitung machen, bevor wir ins Addon-Gebiet gehen. So. Heieiei, was hältst schon du aus, du Kerl? So, Feuerkraut. Nichts zu holen. Gab's hier nicht irgendwo in der Nähe auch Höhle mit Stärke gedöns? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich bin mir echt nicht mehr sicher. Es ist schon lang her, ihr liebe Leid. So, in der Nähe vom Stellkreis im Norden, hat er gesagt. Halte mal der Gaul an. Ja, wir machen uns ja hier auf den Weg zum Stellkreis. Das ist schon eine Ecke entfernt. So. Und das ist alles nur wegen der Armbrust. Da ist noch ein Innos-Schrein. Können wir mal gucken, ob der uns erhört. Oder ob das wirklich Tagesform abhängig ist, dass es erst wieder ab 0 Uhr geht. So. Weil 2 zusätzliche Geschicklichkeit wären jetzt echt nicht verkehrt. 2 zusätzliche Stärkepunkte wären wirklich nicht verkehrt. Da könnte ich mal nächstes die Waffe anlegen. Alter! So. Es dauert ja Ewigkeiten, bis ich hier das Vieh mal lege. Verdammt nochmal. Komm her.
So. Wenn ich ja einmal als ein Crit lande könnte, ne? So. Gewitter erleid. Wer du? Schlapper. So. Ah, Mann. Gewitter erleid. So, puh. Meine Fresse, jetzt muss ich schon einen Trank schlucken wieder. Und bin selbst dann noch nicht ganz geheilt. Alter Falter. So, jetzt kommt schon diese Maya-Musik hier. Und hier liegen ja überall die Städtafeln rum wie gemies. So. Außer hier haben wir das mal. Bogenschütze, Lebensenergie, Magie, Magie, Einhandkampf, Stärke, Zweihandkampf sogar. Okay. Dann nochmal ein Yankee Ends hier einlegen. Und Schatulle und Honig erstmal Schnorrer und dann beten wir nochmal. Machen wir hier nochmal den Betbruder. Und der dankt einfach nur. Alles klar. Na gut. Das wollen wir nicht. Wenn, dann will ich auch belohnt wäre dafür, dass ich hier ordentlich was spende. In Form von 100 Goldstücke. Honig kann aber, wie gesagt, auch sein, dass es erst wieder um 0 Uhr generell bei alle Schreine geht, dass man wieder was erhält. So, Schatulle und Honig habe ich gekriegt. Schatulle. Okay, die bringt einfach in Anführungszeichen nur 750 Goldmünze. Naja, wenn man sie verkauft, bringt sie natürlich weniger. Leider. So. Das sind Scavenger. Und gerne kann ich mich auch so anlegen. Das ist ein ganz schön weiter Weg, muss ich sagen hier. Ups. Nicht picken, mein Freund. Ja. Könnte sein, dass ich genug Lernpunkte habe, wenn ich hier fertig bin, dass ich nochmal ein bisschen was übers Jahre lernen kann. Wäre wahrscheinlich auch nicht verkehrt, dass da, wenn ich dann mal lerne, wie man Patrophäe reisen kann. Weil die bringen dann schon wieder gut Gold. So, zack, zack. Muss auch mal gucken, wenn ich wieder in der Stadt bin, ob ich nicht Bosper meine Fälle verkaufen kann. Und zwar zu seiner Einkaufspreise, wie wenn ich sein Lehrling wäre. Okay, hier kommt noch einer. Wenn das hochpackt. So. Ah, da kommt wieder auch gepickt. So. Einer ist fertig. Da können wir wieder große Braterunde einlegen, wenn wir zurück in die Zivilisation sind. So. Können wir wieder jede Menge Fleischbrote. So. So. Gut, 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 gut. Heilpflanze. Heilkraut. Den Salat sollte ich jetzt vielleicht auch nochmal essen. Dass ich nochmal ein bisschen besser auf der Bär stehe. Dass hier alles so knackig ist, was der isst. Ist ja heftig. So, hier noch. Und hier noch. So. Gut, gut, gut. Dann weiter Richtung Stellkreis, weil der Stellkreis wird für uns auch nochmal wichtig sein. Im Laufe der Hauptquest müssen wir dort auch hier. So, bumm. Also im Laufe der Gothic 2 Hauptquest, ne, der Nacht des Raben Hauptquest. Das hier ist mit Nacht des Raben verbunden. Könnt ihr euch sowas schon mal gleich einprägen? Sowas wird uns in die Nacht des Raben häufiger erwarten. In dem Add-on-Teil von Gothic 2. So. Deswegen auch diese mysteriöse Maya-Mucke. Aber hier bin ich allmählich in dem Gebiet gleich. Ja, Bogorg. Na komm, machen wir kurz den Prozess. So, wäre das gemacht. Perfekt. Dann kann ich ja gleich hier speichern. Da sind wir ja schon gleich bei dem Steckres, wo ich hin muss. Der dürfte hier sein. Gerade mal gucken. Ja, das dürfte hier das Gebiet sein, wo wir den finden. So. Hier dürften aber auch noch ein paar Höhle von Räubers sein, wenn mich nicht alles täuscht. Irgendwo hockt noch so Reiver-Lumpe-Pack rum. Oh, hoppla. Stelltafel, die nehmen wir gern. Aber mit dem Irrlicht lege ich mich jetzt noch nicht an. Das kann hier ruhig ein bisschen rumflunkern und rumschwirren. Ein Lurker! Scheiße, mit dem Lurker soll ich mich auch nicht anlegen.
Und ich glaube, dort drüber gibt es auch noch was zu holen, was noch gar nicht mal so verkehrt ist. Aber ich glaube, da geht es eigentlich weiter. Das ist jetzt wieder so ein optionales Gebiet zum Plündern. Wow, 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 wow. Der Lurker hat es auf uns abgesehen. Ist er noch hinter uns her? Ach, Gott sei Dank nicht. Okay, dann kann ich hier nochmal speichern. Und dann legen wir hier nochmal so ein Zwischenstopp-Ei. Da hat jemand eine Spruchrolle schon geopfert. Aber wir beten erst nochmal so. Mann, Innos. Ist das blöd. Jetzt laufe ich hier an jedem Innos-Schrei vorbei, Schrein vorbei, der möglicherweise hier Attribute geben könnte. Und dann ist die ganze Zeit Pustekure, weil ich schon für Geschicklichkeitspunkt alles verbrote habe. Schade drum. Naja, den Feldknöter ich nehme aber auf jeden Fall auch noch mit. Und ich bin etwas neugierig. Ich glaube, du gabst auf jeden Fall noch was zu holen hier in der Gegend. Warte mal. Ich sollte mich aber ausrüsten, um zu gucken, ob hier nicht noch irgendwas lungert. Rumlungert und lauert. Hier gab es auf jeden Fall noch was. Da bin ich mal ganz sicher. Hier irgendwo. Okay. Hier ist die Höhle. Perfekt. Okay. Super. Was finden wir dann hier? Hier gab es auf jeden Fall noch irgendwas. Butlerfleisch, Feuerwurzel, Butlerfleisch, Heilwurzel. Ich glaube, hier gab es sogar irgendeinen attributserhöhenden Trank. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, das war hart bewacht mit Minecrawler. Wenn mich das alles täuscht, vor allem. Wenn mich das alles täuscht, waren nur Minecrawler im Spiel. So, Fleischwanze gibt es auf jeden Fall. Ja. Oh, 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 da ist ja schon ein Minecrawler. Oh, 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 oh. Hätte ich doch jetzt besser noch gelernt, wie man Zange reißen kann. Oh Mist, die Biester sind hart. Also gerade auf unserem jetzigen Level sind die Biester sehr, sehr zäh. So. Dann nochmal nichts wie raus hier. Ich probiere jetzt die Crawler in dem Deal jetzt nochmal zu besiegen. Okay, gut. Wir haben es noch irgendwie lebend rausgepackt. Ups, so. Sollte man definitiv ausnutzen. Ein bisschen Käseschlemme, Brot hinterher. Und nochmal speichern, weil ich habe denen hier schon ordentlich Schade zugefügt, den Biester. Zumindest M habe ich richtig Schade zugefügt. Ich bin mir aber sicher, dass sich das Versteck hier unglaublich gelohnt hat, weil hier ein Stärketrank oder was ähnliches war. So, jetzt gucken wir nochmal, dass wir uns mit dem Crawler hier nochmal anlegen. Komm schon her. So. Okay, komm her, du Biest. Kann das sein, dass es der war, der schon vorher auf das Sack geschaut? Na, okay. Na gut, dann halt nicht. Dann würde ich sagen, ihr liebe Leute, bevor es jetzt zu sehr ausartet, wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Gothic 2 auf Pelzig und versuchen dann die Minecrawler fertig zu machen. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Ayan Yankee.